So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht endlich mit dem Golf 2 hier weiter. Hi. Marius ist schon leicht aufgeregt, weil wir werden tatsächlich heute die erste Runde fahren. Mal gucken. Das heißt, rote Nummer an Autobahn? Eher weniger. Nee, geht natürlich nicht mehr bei dem Auto, weil Straßenzulassung ist nicht mehr. Und genau deswegen können wir aber zum Glück immer einfach zum Messegelände in Hannover fahren, wo ja auch im Sommer die PS-Days stattfinden. Und da ist zum Glück so viel Platz, dass man zumindest, um erstmal alles zu testen, wie deine Servolenkung und so weiter, man mal ein bisschen spielen kann. So, und genau das werden wir heute tun. So, bevor das Ganze aber geschieht, würde ich euch gerne ein paar Sachen an der EMU zeigen. Ihr erinnert euch, wir haben ja im Winter hier eine EMU Black verbaut und zusätzlich E85 Kraftstoff. Aktuell ist ungefähr eine Mischung so von E82 drin und da ist bekannt, dass die Autos unter 10 Grad bzw. eigentlich sogar unter 20 Grad extrem schlecht anspringen mit dem Kraftstoff. Wir sehen auch hier, wir haben tatsächlich aktuell gerade eine Wassertemperatur von 8 Grad, Coolant Temperature. Das heißt, das Ding ist kalt, der lief noch nicht. Und ja, jetzt wollte ich euch einfach mal ein paar Sachen zu Sachen EMU und Abstimmung zeigen. Ich selber bin ehrlich gesagt noch nicht so fit da drin. Fuchs mich da so ein bisschen rein. Der Chris aus Berlin von KKS hilft uns da allerdings viel, aber ich habe da schon so ein persönliches Interesse dran, mich selber so weit reinzufuchsen, dass man so ein bisschen selber anpassen kann, weil ich das ganze Jahr mit Sascha TuneTech schon mit der Limo etliche Male gemacht habe und da muss ich wirklich sagen, das Originalsteuergerät ist 10-mal komplexer als diese EMU. Die EMU ist, was das angeht, eigentlich relativ einfach. Komm du mal mit rüber hier, kriegst du gleich auch einen kleinen Crashkurs. So. Eigentlich basiert diese ganze Einspritzung, also wir lassen jetzt mal Zündung und alles außen vor und gucken uns mal rein nur die Einspritzung an. Diese Einspritzung hat in erster Linie eine VE-Tabelle. VE ist ein prozentuales Verhältnis zwischen errechnet, wie viel Luft in dem Motor drin ist und drin sein sollte. Also aus Drehzahl und Hub, wie viel Luft er theoretisch reinsaugen würde. Und im Verhältnis dazu, wie die Düsen einspritzen. Da wir kein Luftmassenmesser mehr haben. Genau, da wir kein Luftmassenmesser mehr haben. Gut, Süße, aufgepasst. Ich wollte es nochmal erwähnen. Sonst würde der die Aufgabe übernehmen. Haben wir diese Tabelle. Das heißt, in dieser Tabelle werden wir nachher ungefähr den Sprit anpassen, bis es ungefähr hinkommt. Das wiederum heißt auch, wir haben jetzt gerade nur zwei Achsen. Auf der einen Achse haben wir einfach unseren Map-Sensor. Der geht bis Vakuum und bis 3 Bar. Das heißt 400 kPa, weil Atmosphärendruck muss man quasi noch addieren, ne? Oder abziehen, hier rum, wie man sieht. Und auf der anderen Achse haben wir Drehzahl. Das heißt, in diesem eigentlichen Spritkennfeld ist rein gar nichts, was Kaltstart, Temperatur und so weiter angeht, drin. Okay. Dafür gibt es dann verschiedenste Tabellen zum Starten. Das Ganze geht los, wie er startet. So, das Ganze nennt sich Cranking Fuel. Die haben wir hier. Da haben wir dann auf der eine Achse die Wassertemperatur, man geht immer nach Wassertemperatur, weil logischerweise Wassertemperatur Motortemperatur ist. Und einmal Engine Revolutions, das sind quasi Umdrehungen. Zum Beispiel bei der ersten Umdrehung soll er jetzt gerade bei 10 Grad 20 Millisekunden Öffnung machen. Ich habe gelernt bei Limo E85, du musst ihn ganz am Anfang so richtig fluten mit Sprit. Wenn wir jetzt normalen Sprit reinmachen, würde das gar nicht funktionieren. Da würden gleich alle Kerzen nach sein, das Ding würde nicht anspringen. Das heißt, in aller ersten Moment, wenn du den Schlüssel umdrehst und das Ding startest, macht der bei Umdrehung 1, 2, 3, 10 und 32 diese Taktung. Das heißt, jetzt bei 10 Grad 19, 18, 16, 15. Das heißt, da wird erstmal richtig Sprit reingejaucht. Sobald er das erste Mal von der Drehzahl her über die Anlasserdrehzahl kommt, merkt er das, dass er läuft, dass er quasi gerade startet. Dann gibt es die nächste Tabelle. Die nennt sich dann ASE. After Start, die haben wir hier oben. Das heißt, hier kann man jetzt ihm sagen, über Temperatur, wie viel prozentual er anfetten soll, für wie lange, gegenüber der normalen Tabelle. Soll er nochmal ungefähr jetzt bei 20 Grad 160% von dem machen, was in der ursprünglichen Tabelle steht. Das heißt, er ist nochmal 60% fetter ungefähr. Das heißt, erst startet er, dann fängt er ja so ein bisschen an zu zünden. Da kriegt er nochmal eine richtige Dosis. Und wenn er dann wirklich am Laufen ist, gibt es diese typische Warmlaufphase.
Die sieht dann so aus. Dort haben wir auch einfach nur auf der rechten Seite wieder Map-Sensor. Das heißt einfach nur, wie viel Unterdruck er in dem Moment zieht. Und dann über Wassertemperatur, wie viel er genauso anfettet. Das heißt, das sind jetzt von dir aber erstmal Sachen, wo du denkst, das könnte so... Ja, wir haben schon so ein paar Starts gemacht. Und da muss man sich halt wirklich langsam rantasten, weil jetzt kommt das große Problem. Die Lambda-Sonde geht leider immer erst nach ein paar Sekunden. Eigentlich müssten wir irgendwo im Auspuff nochmal eine zusätzliche Sonde machen, die nicht an dem Kreislauf vom Motor, vom Auto hängt, weil beim Starten logischerweise überall immer der Strom abgeschaltet wird, außer fürs Motorsteuergerät und den Anlasser. Das heißt, die ganzen Sonden resetten sich einmal und brauchen so 10, 15 Sekunden, bis sie wirklich was anzeigen. So, waren wir ehrlich gesagt bisher zu faul zu, weil man kann es ja auch testen. Aber so geht das auf jeden Fall in die Richtung. Plus es reizt dich ja auch, das rauszufinden. Genau, plus es reizt mich einfach, da ein bisschen rumzutippern und mir das selber mit der Zeit so beizubringen. Genau, das heißt, hier sieht man dann auch, dass es von immer weniger wird, bis wir bei 80 Grad Wassertemperatur sind. Da steht dann 100 drin, das heißt 100%. Das heißt, er fährt das, was eigentlich im Kennfeld ist. So, dann geht das Ganze natürlich noch weiter. Man kann natürlich noch weiter gehen und wir können zum Beispiel natürlich noch die eigentliche Leerlaufdrehzahl beeinflussen nach Wassertemperatur. Das heißt, wir können ihm sagen, zum Beispiel, er soll bei 0 Grad versuchen, auf 1500 Umdrehungen zu kommen. Ah, okay, das ist gut. Weil ich habe so ungefähr mit dem Fuß gemerkt, dass er schon ganz gerne so die ersten paar Sekunden bei 1500 laufen will. Deswegen habe ich hier jetzt einfach auch mal 1500 Grad reingeschrieben. Umdrehung. Und ab 40 Grad wird er dann wirklich alle 10 Grad so 100 Grad weniger, bis er dann am Ende hoffentlich so bei 9 Umdrehungen läuft. Gucken wir mal, ob wir den noch mal. So, ja, so viel dazu. Muss man sich tatsächlich so ein bisschen reinfuchsen, ein bisschen lesen, ein bisschen überlegen, wie das so alles funktioniert in dem Motor. Ist aber wirklich verhältnismäßig gegenüber anderen Steuergeräten ein einfaches Steuergerät. So, wir testen das Ganze einfach mal, würde ich sagen. Wir lassen ihn jetzt mal so lange laufen, bis ich euch hier einen Lambda-Wert anzeigen kann, weil ihr werdet nämlich feststellen, das ist ganz schön lange. Aber Achtung, es wird jetzt auf jeden Fall lauter. War gar nicht so schlecht. Ich gebe keinen Gas dazu, wir machen das einfach komplett nur über die Zündung. Zweiter Versuch. Er zeigt immer noch keinen Lambda-Wert. Lambda 1 steht hier, das heißt, die Sonde ist immer noch nicht aktiv. Jetzt werdet ihr sehen, die 1500 kommen ungefähr hin. Und jetzt springt er dann bald irgendwann um, wenn die Sonde geht. Wir fahren allerdings dauerhaft ohne Lambda-Regelung. Ja. Jetzt geht die Sonde und wie wir sehen, sind tierisch fett. Aber das ist mit E85 so gewollt, das wird jetzt immer magerer. Ja, so viel zum Thema Kaltstart. Das Coole ist, das Steuergerät lockt das natürlich alles mit. Das können wir uns da jetzt angucken. Wir können uns natürlich auch nicht angucken, wie der Lambda-Wert war, weil kein Lambda-Wert da. So, das heißt, da muss man sich aus Erfahrung so ein bisschen rantüddeln. Ja, ich würde sagen, wir lassen das Ding jetzt warm laufen und du lädst das Auto auf. Erstmal wieder seit 2 Jahren. Ich wollte gerade sagen, dann wirst du ja theoretisch auch das erste Mal jetzt fahren damit. Ja. Ne? So, ich bin gespannt, ob der nicht sofort ausgeht. Weil unabhängig vom Leerlauf ist dann nochmal eine andere Sache, was passiert, wenn du mit dem Auto ein bisschen fährst und ein bisschen Last drauf kommt. Und genau deswegen ist er auch so fett, weil da definitiv meine Erfahrung ist, E85 bis 60 Grad Wassertemperatur muss leider so richtig, richtig fett sein. Sonst kuppelst du ein und Motor ist einfach aus. Aber das gucken wir uns jetzt als nächstes an. Jetzt gibt es nochmal eine kleine Ergänzung. Wir sind schon ein paar Tage weiter. Dementsprechend haben wir auch ein paar mehr Kaltstarts hinter uns. Keine Angst, in der Zwischenzeit haben wir natürlich auch einen Ölwechsel gemacht, für alle, die denken, dass das Öl vielleicht mittlerweile verdünnt ist. Aber das machen wir beim Einfahren generell eh häufiger. Ich habe allerdings noch ein paar Punkte gefunden. Und zwar ist mir aufgefallen beim Sichten des Videomaterials, dass der Motor kurzzeitig schon angehen wollte und plopp wieder ausgeht. Ich habe auch gefunden, woran das liegt. Und zwar gibt es eine Schwelle, ab wo der Motor beim Starten denkt, er ist an und springt aus diesem Cranking-Kennfeld, also aus dem
Anlass kennen, fällt raus. Und in dem Moment kriegt er natürlich wieder ganz andere Einspritzwerte. So, ich habe jetzt die Drehzahl mal hochgesetzt auf 700 Umdrehungen. Das heißt, wirklich erst ab 700 Umdrehungen denkt er so, ich bin jetzt an und fahre jetzt in einem anderen Kennfeld. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich gebe ihm jetzt einen anderen Zündwinkel beim Starten vor. Wir hatten vorher so um die 10 Grad Frühzündung beim Starten. Ich bin allerdings der Meinung, dass es besser starten müsste, wenn wir in Richtung OT kommen, weil gerade der kalte E85 Kraftstoff ist halt schwer entflammbar. Das heißt, wir zünden am besten dort, wo der Druck im Zylinder am höchsten ist, und das ist logischerweise im OT. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach mal 2 Grad vor OT reingeschrieben, weil ich glaube, damit wird es noch ein bisschen besser. Und dann kommt noch die letzte Funktion. Es gibt einen sogenannten Prime-Puls. Dieser Prime-Puls ist quasi eine Düsenöffnung, solange der Motor noch nicht weiß, wo er steht. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber man muss sich immer vorstellen, das Steuergerät weiß ja erst, was der Motor macht, wenn mindestens eine Umdrehung rum ist. Vorher weiß der ja gar nicht, wie die Lage der Kurbelwelle, die Lage der Nockenwelle, die Lage der Takte und so weiter ist. Deswegen gibt es dafür auch nochmal eine Tabelle. Dieser Prime-Puls war auf Minimum. Ich habe ihn jetzt hier allerdings mal bis 15 Grad Wassertemperatur auf Maximum geschrieben. Das heißt, in dem Moment, wenn der Motor angelassen wird, kriegen die Düsen erstmal in dem Fall 31,9 Millisekunden Taktung. Und dann erkennt er ja, wo der Motor steht und geht in das Cranking-Kennfeld. So viel zum Thema Kaltstart. Jetzt hängen wir den Laptop ran und starten nochmal und gucken, ob es besser geworden ist. Noch besser geworden ist. Ja, ich würde sagen, das war doch mal ein Kaltstart bei 6 Grad, mit dem wir perfekt leben können. Das reicht auf jeden Fall soweit erstmal. Weiter geht's. So, erste Testfahrt. Bist du aufgeregt? Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. So, also gefühlt wird das Auto relativ schnell warm, ne? Ja. 101 Grad Wasser schon. Ist mir auch schon aufgefallen. Du musst theoretisch nur so ein bisschen Lambda auch immer im Blick halten. Und ich würde auch sagen, wir gucken als allererstes mal Sprit. Das ist immer so die Hauptsache. Also erstmal gucken, ob er überhaupt fährt. Und dann gehen wir vor, dass wir alle 500 Umdrehungen mal halten. Ja. Und ich so lange Lambda anpasse, also das Spritkennfeld, ja, bis wir ungefähr bei Lambda 1 sind. Ne? Aktuell ist ja noch zu fett. Okay. Aber das lassen wir erstmal so. Das heißt, wir rollen mal los? Genau. So, erstmal vorab schon mal. Ich hoffe, wir haben extra unsere Funkstrecken angemacht. Der Ton ist gut, weil mit dem Alu-Auspuff hier ist das natürlich... Ja. So, pass auf, jetzt müssen wir als allererstes Folgendes machen. Also der Lambda-Wert an sich sieht schon mal gut aus. Allerdings werden wir jetzt gerade natürlich auch die Lambda-Regelung schon anhaben. So, jetzt ist die Lambda... Ah, siehst du, kaum ist die Lambda-Regelung aus, springt er auf jeden Fall von den Werten her deutlich mehr. Das ist jetzt immer noch erster oder schon zweiter Gang? Das ist zweiter. Sportlich. Ich wollte gerade sagen, Tacho geht nicht, aber den haben wir noch gar nicht angeschlossen. Ja, der ist noch nicht angeschlossen, genau. Junge, ist das laut hier, ey. Okay, noch wird er auch nicht kälter. So, hier sehen wir jetzt aktuell, haben wir schon 109 Grad Wasser. Das ist natürlich viel. Ja. Tendenziell wird es auch immer mehr, 110. So, hier kommt jetzt ein Stück. So, da
wird er auf jeden Fall zu mager. Ich sehe jetzt hier immer, da wo ihr die beiden roten Striche seht, mit der Linie, boah, das ist aber auch hier, das ist quasi genau der Bereich, wo ihr im Kennfeld jetzt gerade fährt. Ja. So, und ich gucke immer, wenn Marius so ein bisschen Gas gibt, ob wir so einigermaßen bei Lambda 1 sind. Das Getriebe ist auf jeden Fall in dem Auto das kleinere Problem, das größere ist der Auspuff. Der Auspuff, ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir... Oder haben wir einen Drehzahlbegrenzer drin. Ja, genau. Ich würde eher sagen, dass er einen Drehzahlbegrenzer, oder? Einen Begrenzer über Wassertemperatur hat. Coolant Protection. Hier haben wir es. So, jetzt hatten wir gerade noch einen Begrenzer bei 3000 drin, weil wir bei 110 Grad sind hier. Ich sag mal, solange das bei 110 bleibt, können wir noch mit leben. Wie fährt er sonst so? Bremse, sonst, Lenkung, sonst Servo? Alles, sonst alles cool eigentlich. Sonst geht alles. Schaltung, Kupplung, ja. Das passt alles. Nur zu warm. Bin ich etwas erstaunt, muss ich sagen. Ja, dafür ist ja relativ viel auseinander war, ne? Relativ hart, ne? Ja, das ist mir auch schon eingefallen, aufgefallen. Wobei Selim da ja meinte, dass wir das noch ein bisschen einstellen können, ne? Ja. So, jetzt probieren wir gleich, nimm mal gleich einen zweiten Gang und fahr dann mal wirklich 2000 Umdrehungen, 2500 Umdrehungen. So, jetzt mal 2000. Das hat tendenziell zu fett, ne? An das E-Gas muss ich mich auf jeden Fall erstmal gewöhnen. Das ist extrem streng, ne? Das kann man aber einstellen.
2.000 fahren. So. Jetzt 2.500. Jetzt gleich 3.000. So, jetzt gleich 3.500. Ja, das brauchen wir mit dem Wasser nicht mehr machen. Nicht ausmachen? Ja, ja. Okay. So, ich nutze die Chance mal, es ist ein bisschen ruhiger. Also, wir haben hier die Drehzahl, hier die Last, in dem Fall über einen Map-Sensor. Und wir sind jetzt diese Bereiche abgefahren. 1500, 1800, 2000, 2000, 3000 Umdrehungen. Die haben wir vom Spritter jetzt angepasst, dass ich hier immer genau Lambda 1 sehe. Das Ganze machen wir deswegen, weil wenn das Steuergerät von sich aus nach Möglichkeit schon Lambda 1 fährt, dann erreicht es den Lambda-Wert, den wir später haben wollen, über die Lambda-Regelung natürlich einfacher. So, das heißt, das Ganze müssen wir jetzt, wenn wir von der Wassertemperatur ein bisschen nach unten gekommen sind, noch hier auf jeden Fall so bis 6000 Umdrehungen machen und dann sollte das fürs Erste auf jeden Fall erstmal reichen, dass das Ding schön fährt. Was mich auf jeden Fall begeistert hat, dass ich im Fuß gemerkt habe, was du gemacht hast. Ja, ja. Das war schon. Das sehe ich hier. Das Feedback war gut. Sehe ich hier auch relativ deutlich. Und zum Thema E-Gas, ich kann dir theoretisch das E-Gas schwächer machen. Ja, vielleicht ist es auch nur Gewöhnungssache. Ich glaube auch, es ist Gewöhnungssache, weil der VR ist ja vorher schon eher so. Ich will jetzt nicht sagen Trägerhund, ne? Aber ja. Das mit der manuellen Drosselklappe mit dem Gaszug fässt sich ja schon immer komisch an. Ne? So, ich kann dir hier nämlich relativ einfach dein Gaspedal anpassen. Das heißt, hier unten siehst du, wie viel du gerade Gas gibst. Gib mal Gas. Jetzt läuft er hier rüber. So, das heißt, bei 25% Gaspedal macht er schon nur 17, also er macht schon deutlich weniger. Mhm. So, wir können das natürlich noch weiter runterschrauben. In welchem Bereich hat er dir denn zu viel Gas gemacht? Ich fand, dass das Feedback bei 5% Gas schon krass war. Also wir sind mit eigentlich die ganze Zeit nur bin ich zwischen 5 und 8% Gas gefahren, weißt du? Okay, weil er dann schon hier 6% macht. Mhm. Also hier ist schon ein bisschen was drin. Jetzt kann ich dir hier zum Beispiel 2 reinschreiben. So, also der Bereich ist jetzt auf jeden Fall schon mal deutlich weniger, sondern wirklich nur der. Ja, ich fand nur den Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay, ich habe das jetzt mal bis 2000 Umdrehungen so ein bisschen geglättet. Mhm. So, E-Gas haben wir angepasst, müsste jetzt noch ein bisschen S-Taste quasi deaktivieren. Schüchterner sein, schüchterner sein. So, ich befürchte, wir müssen das Ganze jetzt hier leider abbrechen. Ja. Das Auto wird definitiv zu heiß. Der Wasserkreislauf funktioniert ja mal so gar nicht. Scheinbar nicht. Kann man, glaube ich, recht deutlich so sagen. Wir haben hier schon einen größeren Lüfter drauf gemacht. Der Kühler ist eigentlich gar nicht so klein.
Ja. Thermostat ist raus, aber das große Problem ist, der Wasserkühler versteckt sich ja komplett hinter diesem XXL krassen tiefen Ladeluftkühler. Ich glaube, was waren das, 120 mm oder so? Ja, oder 110, ja, wie sowas, ne? Der Kühler ist einfach so tief, also der Ladeluftkühler, dass ich glaube bei, was sind wir jetzt gefahren, 50 km/h vielleicht, ne? Ja. Vielleicht 60, 50 oder 60 km/h reichen noch gar nicht aus, um den Fahrtwind erst durch die Front, ja, dann durch 120 mm Kühlnetz zu schieben. Man unterschätzt immer, was dann doch notwendig ist, dass die Luft da komplett durchgeht und dann auch durch den Wasserkühler zu gehen. Ne? So, das ist halt definitiv ein Problem. Problem. So, okay. Plus, wir haben jetzt einen wassergekühlten Turbolader. Wassergekühlten Turbolader dran, genau. Plus, wir haben keinen Wärmetauscher mehr drin, also Heizungskühler. Keine Heizung mehr drin. Es sind ungefähr, glaube ich, jetzt so 6 Liter Wasser, ne? Ja. Ist unterm Strich auch egal, weil funktioniert nicht. Was allerdings gut ist, wo wir beide von überrascht sind, ist halt das Steuergerät, ne? Ja, das hätte ich so in der Form nicht gedacht, dass ich so explizit merke, was du da so tust. Das hat mich begeistert auf jeden Fall. Genau, also man merkt auf jeden Fall schon, dass es in die richtige Richtung geht, ne? Fahren, ging. Fahren tut das Auto, wir konnten hier ohne Probleme hochfahren, haben auch relativ schnell die Sicherheitsfunktionen gefunden, die Chris uns zum Beispiel reingeschrieben hat, wie, dass wenn Wassertemperatur über 110 Grad ist, er nur noch 3000 dreht, was ja auch nicht schlecht ist. Ja, hat auch Vorteile, wenn man mal nicht drauf achtet. Oder? Genau, so, musste man natürlich jetzt in dem Fall erstmal wieder alles deaktivieren, damit wir so ein bisschen so erstmal fahren konnten. Aber man kann es auf jeden Fall schön anpassen, die Kennfelder sind, ich sag jetzt mal, überschaubar. Mhm. Das ist natürlich alles noch Kindergarten gegenüber dem, was noch kommt. Auf dem Prüfstand traue ich es mir definitiv auch noch nicht zu, das Ding abzustimmen. Da werden wir auf jeden Fall zu Chris nach Berlin fahren. Ja. Ich denke mal, vorher wird man aber noch mal einmal das ganze Kraftstoff-Kühlsystem umbauen. Ja. Was kann man da noch umbauen? Ja, das Problem ist, das werden wieder ein paar Tage, weil der Querträger jetzt im Weg ist, der hier in dem Auto ist, weil ich dem Paket so weit nach hinten rücken musste, weil der Kühler, weil das Kühlerpaket so dick ist. Das heißt, der Querträger muss um- oder neu gebaut werden und dann kann ein größerer Wasserkühler rein, der auch nach unten hin rausguckt. Ob das dann natürlich die Lösung ist, werden wir sehen und ob das Problem halt noch woanders liegt. Nach oben können wir nicht, ist die Ansaugbrücke im Weg. Genau, ne? Und Lichtmaschine daneben, also nach Beifahrer in Richtung Beifahrer und nach oben können wir nicht. Wir können, und nach hier können wir eigentlich auch nicht, weil so habe ich den Ladeluftkühler jetzt gebaut, damit auch noch die richtigen Scheinwerfer passen. Das heißt, wir können eigentlich leider nur nach unten. Und dann ist ja eigentlich immer noch mal dein Traum elektrische Wasserpumpe. Das werden wir dann jetzt gleich vereinheitlichen. Ja. Das heißt, die mechanische Pumpe, die da drin hängt, die über einen Riemen angetrieben wird, fliegt raus. Es kommt eine elektrische rein, die wir dann nämlich auch schön über das Motorsteuergerät steuern können. Das heißt, just in diesem Moment würde die Pumpe zum Beispiel noch laufen. Genau. Wir können sie nachlaufen lassen. Obwohl der Motor aus ist. Wir können sie stehen lassen, damit er schneller warm wird. Wobei das ja jetzt auch gerade mit Pumpe geht. Ähnlich gibt es das ja original, die sogenannte Kopfpumpe beim VR6, die hier sitzt. Allerdings ist bei der das Problem, die zirkuliert wirklich mehr oder weniger nur im Zylinderkopf. Mhm. Also das ist halt nicht der ganze Kreislauf. Nicht zum Nachlauf geeignet in meinen Augen, ja. Ja, cool. Schade eigentlich, sonst hat es sich ganz gut angefühlt. Getriebe schaltet, Kupplung trennt, Auto fährt. Ja, bremst. Bremst, das passt soweit alles, läuft auch schön, wird nur zu warm. Tja, also zurück in die Werkstatt, Hausaufgaben machen. Ich würde sagen, in diesem Sinne kriegt er jetzt nochmal einen schönen Porn von Maxi. Oder? Ja, machen wir. Weil das Messegelände einfach so krass hier ist. An der Stelle auch nochmal wieder Danke an Philipp. PS Days, dass wir das Gelände hier mal nutzen dürfen. Extrem cool. Ich glaube, viel besser kann man so ein Auto ohne Zulassung nicht testen. Ne? Ja, war ein Volltraum so. Ne? Völlig gedankenlos. Einfach drauf losfahren. Ne? Und ja, viel Spaß beim Gucken. Ciao.